Ich denke, dass ich etwas anderes geschrieben hätte ohne diese Zeichnung. Also das hat ein, doch, das war natürlich eine Inspiration, auf jeden Fall. Also von der Form her war ich eben froh, dass ich in der Grafik was zustande gebracht habe, was zwar mit dem Buch zusammen und mit den Zeichnungen zusammen klingt, aber nicht was ist, wo man sagt, ach, das haben wir im Buch schon. Das ist schon gerade anregend, mit Leuten zu sprechen, die selbst was machen, die auch immer so vor dem leeren Blatt sitzen oder vor dem leeren Raum stehen. Und das ist ja nun mittlerweile für mich nicht mehr überraschend, aber doch immer wieder verwunderlich, dass man sich eigentlich an ganz ähnlichen Dingen abarbeitet. Also wie kann man heute eigentlich noch eine Geschichte erzählen? Wie kann man heute eigentlich noch eine Grafik machen? Peter Schnörbel kenne ich schon relativ lange, also spätestens so seit 1990 kenne ich ihn, und die Arbeiten kannte ich schon vorher natürlich. Und das hat mir, das war so, also wir waren, lebten beide in Altenburg, er ist ja noch in Altenburg, und das fiel irgendwie raus. Also ein Künstler, der in Altenburg wohnt und sowas macht, das war also eines der wenigen Momente in Altenburg, die nicht provinziell waren. Mehrere geben. Ja. Die habe ich nicht, ich habe Gut, nur gut, gut, das. gut. Ja, das war ja das auch, was man gedacht hätte. Also es gibt für meine Begriffe zwei, Aber drei Sachen, die dafür sprechen, wenn Sie es dem folgen wollen. Einmal, es ist nicht was, was im Buch ist, ja. hier rausgenommen worden. Der Geist ist derselbe, Ja. das Format ist aber nochmal ein anderes. Es ist auch für das Objekt Buch. Oder Büchlein. Es ist eigentlich auch schön, dass da noch mal was spricht, so, wo dann nicht so eine Zeichnung eingewoben ist, nur in Anführungsstrichen und Dings. Und man kriegt auf eine schöne, unaufdringliche Weise, macht man noch mal klar, dass es da eben die Zeichnung gibt und dass es das Stück Literatur Ja, ist. also das Peter, was mit Black Dancers macht, das hat mich überrascht. Aber es liegt von der Bewegung her, von dem, wie es gemacht hat, ist das, glaube ich, eine ziemliche Kontinuität. Also ich kannte die Zeichnungen schon vorher, und ich hatte natürlich auch irgendwie eine Idee im Kopf und wollte aber erst eine andere Geschichte dazu schreiben, und bin dann aber dann zu Augusto, dem Richter, gekommen, weil das auch so was Vages hat. Man, in der Geschichte weiß man ja eigentlich nicht so genau, ist das jetzt so gewesen oder spinnt er oder ist, aber auf jeden Fall ist da etwas gewesen. Und dieses diese Irritation hatte ich eigentlich auch, als ich diese Blätter sah. Also Das ist natürlich. die Geschichte und die Blätter berühren sich, glaube ich, sagen, die berühren sich vielleicht auch ein paar Mal, aber sind doch sehr, sehr eigenständig. Ja? Also das ist jetzt weder die Illustration zu einem Text noch sozusagen die Worte zu den Bildern. Aber trotzdem, glaube ich, geht das eine ganz gute Beziehung ein, und ich hoffe, dass es sich so gegenseitig steigert. Da freue ich mich schon sehr auf das Buch.